Ja, hallo und herzlich willkommen, werte Zuschauer von garden-productions.de zu diesem Video. Heute äußere ich mich mal zum Comeback, zum erneuten erweiterten Comeback von The Rock. Er wird ja beim Royal Rumble auf CM Punk treffen, den wir hier gerade eingeblendet sehen. Und ja, gleich noch eine Info vorweg. Ich werde in diesem Video Pläne spoilern, insofern die dann auch wirklich zutreffen. Das müssen wir schauen. Also wer nicht wissen will, wo die Reise in Sachen WrestleMania hingeht, bitte abschalten. Okay, also The Rock wird auf jeden Fall auf CM Punk treffen beim Royal Rumble 2013. Ich bin mir sicher, dass The Rock dieses Jahr definitiv WWE Champion werden wird. Ob das beim Rumble schon passieren wird oder erst bei Elimination Chamber, das ist mir noch unklar. Ich tippe auf den Rumble, denn sind wir ehrlich, CM Punk hat sowieso einen Allzeitrekord für die heutige Neuzeit drin. Da wird in Sachen Titelregentschaft sicherlich kaum noch jemand rankommen. Deswegen kommt es auf paar lappige Tage nun auch nicht mehr an. Der hat ja wirklich große Leute überholt mit seiner Regentschaft. Und heutzutage über ein Jahr den Gürtel zu haben. Ich glaube, das ist bei 400 noch was Tagen. Ist wirklich unglaublich. Bis zum Rumble wären es dann, glaube ich, sogar 430 oder sowas. Ich weiß jetzt gar nicht genau, habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Match The Rock gegen CM Punk. The Rock hat ja sein Rockkonzert bei Raw gegeben. War eine lustige Sache gewesen wieder. Sehr unterhaltsam. Und danach gab es ja noch eine kleine Prügelei. Und das war eben so ein Punkt, wo ich wirklich gesehen habe, diese Fehde hat auf jeden Fall Feuer. Hat man wirklich abgenommen, was man da gesehen hat. Also großartig gewesen, was die da gemacht haben. Ja, meine Katze kratzt hier die ganze Zeit an. Natürlich, ich bin gerade, die muss ich mal schnell... Pfeif ab jetzt hier. Gut, dann lassen wir sie eben rein und sind sofort wieder da. Die Fehde hat wie gesagt Feuer und man hat das wirklich abgenommen, was die beiden da gemacht haben. Also wirklich großartig gewesen, die ganze Sache. Und da freut man sich wirklich auf den Royal Rumble. Nicht nur wegen dem Rumble-Match, sondern auch wegen dem Match. Ich bin mir sicher, dass wie gesagt The Rock dieses Jahr WWE-Champion werden wird. Der wird jetzt nicht auf Dauer so bleiben. Ich gehe davon aus, dass er bei WrestleMania den Gürtel wieder verlieren wird, was sicherlich dem Superstar, der dann gewinnt, auch ja, nur gut tun kann. Und da kommen wir gleich zur nächsten Insider-Information. Angeblich hat die WWE Royal Rumble Promomaterial für 2013 rausgegeben und da ist eben ja, mit das beinhaltet mit unter anderem die Bewerbung des Matches zwischen John Cena und The Rock bei WrestleMania 29. Also können wir davon ausgehen, dass dann wirklich dorthin wieder die Richtung geht. Es sei denn, man will wieder irgendwelche Leute täuschen oder wirft in kurz vor ja, Umsetzung der Pläne nochmal alles um. Ich finde das jetzt nicht so schlecht, dass The Rock nochmal auf John Cena trifft. Das erste Aufeinandertreffen war nicht ganz so prickelnd. Aber naja gut, was will man machen? Vielleicht ja, eine zweite Chance sollte man ja jedem geben. Vielleicht reißen sie ja dieses Mal ein bisschen mehr noch die Hütte ab. Ansonsten, ja, zweimal gegen CM Punk anzutreten, wäre mir auch ein bisschen hohl, zumal ja mit Cena immer noch irgendwo eine Rechnung offen ist und Cena ja nun mal der Held der aktuellen Generation ist und den als Verlierer jetzt gegen so einen Allzeitstar ja, stehen zu lassen, das ist, denke ich, auch nicht die große Lösung. Deswegen, ja, also man munkelt auch, dass The Rock dieses Jahr wohl drei Matches bestreiten wird, also beim Royal Rumble und WrestleMania, das ist sicher gesetzt und dann, ja, könnte vielleicht beim SummerSlam was kommen oder eben bei Elimination Chamber, dass er wirklich da erst den Gürtel von CM Punk gewinnt. Das wäre noch möglich, halte ich aber auch für eher unwahrscheinlich. Müssen wir mal schauen. Ja, was gibt es dann noch zu sagen zu The Rock? Comeback natürlich gelungen, gibt es überhaupt nichts zu sagen dazu. Und ja, www.garden-productions.de, schauen wir einfach mal, wie das weitergeht zwischen, ich sage einfach mal den dreien, The Rock, CM Punk und John Cena. Also ich freue mich eigentlich auf das Match gegen Cena sehr, ja, doch kann man sagen, sehr dolle. CM Punk wird natürlich auch ein großartiges Match werden. Cena muss gegen The Rock, sollte das wirklich so kommen, natürlich nochmal gewinnen, um da zumindest erstmal einen Ausgleich zu schaffen. Und sollte The Rock dann erstmal wieder von der Bildfläche verschwinden, ist das natürlich wirklich was, ja, ein großartiger Sieg. Denn Cenas Karriere ist ja doch etwas gestrauchelt im letzten Jahr. War nicht so dolle sein Jahr, aber was will man erwarten? Hey, der ist kontinuierlich nach oben gegangen und jetzt nur leicht nach unten 2012. Ich glaube, es wird 2013 nicht so weitergehen.
Deswegen wird er, ja, also John Cena wird auf jeden Fall dieses Jahr auch nochmal WWE Champion. Und da bietet sich's eigentlich nur an, den Gürtel, den vorher Punk hatte, an The Rock verloren hat, dann schließlich von The Rock zu gewinnen. Also sehr interessante Zeiten stehen uns da noch bevor. Sicherlich sind viele wieder nicht Cena-Freunde, aber ja, was will man denn? Wem will man den Gürtel denn noch geben? Sicherlich könnte man den Dolph Ziggler geben oder sonst erwähnen, aber irgendwie weiß ich nicht, egal wer den Gürtel hat, im Moment ist der schon wieder fast wertlos, obwohl CM Punk den so lang hatte, dass die Story um diese drei Top-Leute wirklich, ja, doch den Gürtel nochmal ein bisschen aufwerten könnte. Brock Lesnar kommt ja auch wieder mit ins Geschehen, den hätte man vielleicht auch den Gürtel mal geben sollen, aber ja, sieht man ja durch seine blöden Vertragsklauseln, passt das nun nicht ganz alles so in den Kram. Okay, www.garden-productions.de, facebook.com/gardenproductions. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, dann bitte nicht über diesen Kanal, sondern ausschließlich über youtube.com/20mantis08. Da solltet ihr auf jeden Fall mir Nachrichten schreiben, weil das checke ich hier alles nicht. Das ist mir ja zu aufwendig. Ich nutze da ein, zwei Postfächer und ja, alles andere wird eigentlich ungelesen gelassen. So viel Zeit habe ich heutzutage nicht mehr. Oder der einfachste Weg geht immer noch über facebook.com/gardenproductions. Das war's für heute. Ich wünsche euch eine spannende WrestleMania-Zeit. Tschüss, bis dann.